Neue Runde, neues Glück in Dragon Quest 11. Wir haben beim letzten Part gegen einen riesen Kraken gekämpft und sind kläglich gescheitert. Wir haben zwar jetzt schon erheblich an Schaden zugenommen, den wir machen können, aber es reicht trotzdem noch nicht. Und wir haben auch ein bisschen was über Fred erfahren. Bin ich echt mal neugierig, was wir noch so über Fred erfahren, aber ich möchte jetzt erstmal ganz kurz, kriege ich überhaupt die Möglichkeit? Nein, habe ich nicht. Muss also hier ein bisschen in der See rumschippern. Nein. Ich möchte ungern jetzt schon gegen den Kraken antreten. Ich möchte eigentlich, genau. Lieber leveln. Let's do this. Ach nee, ernsthaft? Er hat die ganze Gruppenzusammenstellung geändert. Oh mein Gott. Ah. Zwei Schaden, ich glaub's ja nicht. Gut, der ist weg. Oh mein Gott. Gleich schon der erste Tod. Oh mein Gott. Ja, das ist super, dass ihr heilt, aber wie gesagt, das ist jetzt hier echt nicht gerade die optimale Zusammenstellung, die ich in der Gruppe haben wollte. Ich muss meine Aufstellung ändern. Aufstellung. Ja, so schon besser. Und dann haben wir Attribute. Nee. Nein. Ich glaube, ich reise nochmal zu der einen Insel, wo ich war. Die war ja hier irgendwo in der Nähe. Boah, Leute, was kriege ich denn hier für Schaden schon wieder? Ja, wir machen da mal richtig Schaden. Geht doch mal. Warum fängt es jetzt an zu regnen? Ich mag es nicht, wenn es regnet. Na komm. Einer weniger. Und beide weniger. Schön, dass Erik hier ein Level-Up hat, aber die falschen.
Genau, Inkognita. Wundert mich, dass es jetzt dort keine Treppengeräusche gibt. So, Insula Incognita. Hier können wir jetzt mal ein paar Gegner klatschen. Vielleicht auch noch die ein oder anderen Sachen sammeln. Wattkraut. Oh, schön. Na, wann hauen die ersten ab? Gar nicht. Heilkraut. Dann machen wir gleich so einen großen kommen. Boah, 58? Was, zwei? Moment, das war nicht der Deal, Leute. Oh, okay, nett. Ja, jedenfalls Gegner, die ein bisschen was aushalten. Kriegen hier ganz schön aufs Fressbrett. Die intelligentesten sind sie nicht, aber sie können wissen, wie man Schaden macht. Okay. Einer weniger. What the f... Eieiei. Und wieder der Fußfeger. Und er liegt wieder auf dem Boden. Knirsch. Witz. Ach komm, ich setze ihn jetzt ein Ende, ne? Ja. Aber bitte gib mir genügend EP-Punkte. Oh, 924, das ist doch in Ordnung. Damit kann man doch arbeiten. Dann gucken wir mal ganz kurz, was brauchen wir denn? Attribute. 2200, oh gut, ja, ist demnächst. Wir haben hinten noch größere Gegner. Da waren wir ja schon. Genau, da ist dieser große. Einer, mehrere. Ja, moin. Was, hier ist ja gar nichts. Einer bitte nur. Danke, ein Zyklop erscheint. Stellt einiges aus. Ja, der hält ein bisschen was aus. Ja, Fußfeger bringt bei dem nichts. Mittelheilung für mich. Danke. Boah! Alter, haut der rein. Ist jemand wütend? 54. Mittelheilung für sie. Perfekt. Solange er heilt, ist alles in Ordnung. Der Club wurde besiegt. Einer bringt wie viel? Ah, 792. Mehr Heilung. Oh, schön. Ja, das sind doch schöne Werte, die man hier bekommt. Haben wir hier hinter irgendwas? Nein. Ich frage mich, was halt in diesen Gebäuden da ist. Hier muss doch noch irgendwas sein, oder nicht?
Das sind Funke. Ach so. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch der sein. Oh, ein Golderz. Hm, das ist ja wirklich ein schöner Zufall. Nein, ich... Ein Zyklop erscheint. So. Oh, Fußfeger. Wunderbar. Oh yeah. Boah, 157. Oh. Habt ihr das gerade gesehen? 206. So. Das war jetzt echt... unverschämt. Stay focused. Ist zu perplex, um sich zu rühren, okay? Kannst nicht mal kritisch treffen. Geil, Fußfeger. Geile Sache. Ja, es ist eine gute Insel zum Leveln. Und weg ist er. Und kann mich einmal zum Zuschlagen. Das ist so schön. Der da hinten wieder zurück, das ist ja auch doof. So. Ja, da oben komme ich dann zu dem anderen Funkelfleck. Ne, den da hinten rechts habe ich noch nicht. So wie es aussieht. Den da habe ich. Wir haben mal eben abhaut. Ist in Ordnung. Hier ist noch irgendwo was, aber ich sehe es nicht. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Hm. Okay, weg sind's alle. Hm. Ich müsste eigentlich schon fast direkt draufstehen, ne? Ah ne, hier ist der. Oder? Irgendwo hier. Zauber. Bang. Wenn sie jetzt auch noch mit einem Peng kommt. Ah, er kommt mit einem Knack, okay. Was? Das hat noch nicht gereicht. Knistern. Okay, machen wir es halt so. Ach stimmt, das sind die stärkeren, ne?
Okay. Also es soll hier irgendwo sein, aber ich sehe es nicht. Nun gut. Nun gut, nun gut, nun gut. Ja. Hier lang. Zurück zum Schiff zu Fred. Achso, das sah gerade so aus, weil es so ein bisschen geleuchtet hatte. Das war aber nur ein Schimmern. Ja, okay, gut, das andere schimmert auch, ne? Ja, zurück an Bord. So, dann fahren wir jetzt mal wieder schnell zurück zur anderen Insel. Ah, so viel zu schnell. Denn wie gesagt, wir müssen jetzt echt leveln, leveln, leveln. Boah, ey, die halten was aus. Oder auch nicht. Ding Dong. Ding Dong. What do we do now? Ja, was machen wir jetzt? Ja, uns verteidigen. Ja, so ungefähr. Immer schnell schön die Fresse verprügeln. Ja, moin. Auch der ist weg. Ja, heim erstmal alle hoch. Was? Macht bei dem so viel mehr Schaden als die anderen? Ja, Fußfeger bei dem macht doch gar keinen Sinn. Der hat doch gar keine Füße. Boah, wie lange wird denn das dauern, den Platz zu kriegen, wenn er so sich verteidigt? Oh, oh. Er hat sich geöffnet. Bam. Das war dein Fehler. Du hast dich geöffnet. Na, endlich auf 20. So, da vorne ist unser Ziel, da wollen wir aber jetzt nicht hin. Wo ist es? Da vorne ist es. Schaffen wir es noch oder müssen wir noch einen Kampf bestreiten? Einen Kampf müssen wir noch bestreiten. Einer möchte sich uns noch in die Quere stellen. Die Aquari greifen plötzlich an. Ach nee, die dürfen schon wieder zweimal angreifen. Ah, ne. Sie haben nur die Initiative gehabt. Okay. Okay. Warum habt ihr denn jetzt Veronika platt gemacht? Aber Großvater. Okay, der ist weg. Und damit hat er sich erledigt. Goldmünzen. 25.000. Na komm. Ja. Ja, ein bisschen eng, das Ganze. Klar, ich scheffel jetzt ein bisschen Geld, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. Und dann muss ich das irgendwann in Ausrüstung stecken. Das ist jetzt echt mehr so eine... Wir müssen uns hochfarmen. Episodenreihenfolge. So, wir gehen jetzt erstmal schlafen, um uns hochzuheilen. Ich hoffe mal, die Nacht wird jetzt nicht so viel kosten.
Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss.